40 Sekunden. Also ich hole auf Pick auf. War so lange es geht. Dann rein. Alle Arme. Irgendwie alle. Abkürzen. Brutal. Echt? Würde ich nämlich durchfahren. Jetzt sind wir wieder durch. Noch drei Runden. Dein Hintermann hat deutlich neuere Reifen als du. Drei. Wir müssen versuchen, die Lücke perfekt einzuhalten. Nö, ich schätze das so. Gehen zwei Runden rein, ist besser. Bremsen und Reifentemperatur sind optimal. Optimale Temperaturen. Meine Reifen sind jetzt ab optimaler Temperatur. Jetzt schön. Dein Tempo ist gut. Durch weiter. Push weiter. Reifen. Ich hab. Sag mal deine Rundenzeit. Ich kann drauf nichts sagen. Da. Du bist der bessere Fahrer. Ja. Nicht hier rumrutsche in die Reifen. Du bist in Sektor 2 schneller als dein Vordermann. Schaffen Sie in Sektor 2. Der hat darauf gewartet. Wir fahren und dann trotzdem weiter. Nichts kaputt. Abgetroffen. Noch abgetroffen. Die Boxenschuhe erwartet dich am Ende dieser Runde. Bevor das ist am Ende dieser Runde. Ende dieser Runde in die Box. Hast du das wirklich perfekt eingeteilt? Ja, ich schätze. Noch von alle mit Arm. Hallo. Ich will ja mit kaputten Reifen schon. Alter, warte, ich sag dir mal, weil sie auf Schild einen Abstand gewonnen haben. Ich hab den genau an der Box überholt, also wieder rausgefahren. Warte, ich bin mal sehen, jetzt ist es in dir fährt Überholmanöver zurecht. Ja gut, ich hab Pick geholt. Ich kann jetzt nicht mehr so schön sagen. Oh nein, Mann! Einzig. Heiß. Mich rutschen! Ich bin 12. Mich jetzt am Ende. Vielleicht am Ende. Was hast du gemacht? Kurz Röntgenlinie beschädigt. Das heißt, du wechselst ja erst. Ja. Und das wird am Ende übelst hart. Bestimmt nicht bis zum Ende. Nein, ich muss durchfahren! Nein! Du wirst mich noch überholen, so eine Scheiße, ey. Wieso? Bist du komplett weg? Nee, das nicht, aber trotzdem. Verkehr am Boxenausgang. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Auf mich. Nur so am Ende des Rennens werde ich schlechter sein. Ich mich nochmal zum Reifen. Die Boxencrew zieht beim nächsten Tag weiche Reifen auf. Unberechtigt. 37. Let's go.
Aus! Ausbauen, okay? Du hast Ausbauen gemacht. Die Reifen drehen jetzt durch. Alter! Die Reifen drehen wirklich durch. Ich fahre aus der Kurve raus und stehe komplett quer. Entweder kriegst du das in den Griff oder du musst zum Reifenwechsel kommen. Heck also. Bremsverlagerung nach hinten. Hinten die Reifen sind aber komplett raus. Vorne, die geht ja noch nicht. Ist der schnellste Track 21. Ja, ich kann nicht schnell fahren. Ich fahr langsam. Meine Reifen sind im ersten, zweiten und dritten Gang durch. Wir sind bereit. Komm jetzt mal mit an die Gefühl Bahn. Auf die R2-Taste. Die Klappe mit mehr Gefühl kann man nehmen. Da verliere ich ja immer mehr Zeit. Liegen noch 4 Sekunden. Du musst weiter pushen. Du hast Driftsporn. Ja. Die wirst du gleich noch mehr sehen. Neu. Alter, ich seh komplett schwer! Du gehst gerade in die Zitane durch. So, bist du jetzt gleich noch? Ja, ich versuch's jedenfalls. Nur wenn du hier reinkommst, nach so großes Bosch, fährst du dann mit L2 mit Platz 3. Wow! In 5 Runden, meine Reifen sind fast durch, deswegen. Ach so. Hast du gleich gewechselt? Achte beim Rauten. Da geh ich jetzt mal fett gemischt, damit ich wieder weg. Ach, ich krieg Besuch von. Von? Es sind keine Stops mehr geplant. Schaut auf deine Reifen auf. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Dahinter ist Luffy Alonso und Massa. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Maximale Leistung, genau. Vordermann, ja. Perfekt. Bin ich. Ja. Leichter Vorsprung von dir. Leicht! Vettel kommt gerne. Ich bin immer noch schnellst rennen. Vordermann 15 Sekunden. Ziel Vordermann. 3 Sekunden pro Runde. Müsste doch nur. Gerade 4 Runden fett. Oh, ich muss. 18 Sekunden. 17. Das liegt am Fettgemisch. Das war so, mein Reif ist gleich kaputt. Meinst du an diesem Pirelli? Nein! Nicht geschafft! Bei mir steht 17,805. Mhm. Meinst du, ich bin pessimistischer? Und dich einhüllen? Ja, nein, vielleicht. Lieber nicht. Aber ich bleib nicht noch fertig. Boah, auf Abstand, aber sicher ist sicher. Wo ist der Alonso? Keine Ahnung, weit weg. 18,006, also. 18,0, ja. Alter! Ich fahr auf Scheiße. Reifen fast durch. 12, 13, 14, 15, 4 Runden. Das ist toll. Fettel ist weg und Alonso kommt. Denke ich mal. Denke ich mal, dass Alonso ist.
So 19,7, ich voll. Alter! Auf. Zwei Wagen. Zwei Autos? Ja, so unglaublich. Wow. Kaputten Reifen, komm, fest sein. Nein! Hier, letzte Sektion. Du kommst vor die Rinde zu sein. Nein. Was? Position nach Stopp 18. bis 19. Stück hier. Oh, ich sehe. Ich sehe nur so viele Autos. Das könnte gut sein. Vor mir und hinter mir ist nichts. Überrundelt, ja, aber die Runde sind ja die einen. Dein Motor hat die optimale Temperatur. Natürlich statt. Mein Motor hat die optimale Temperatur zum Ende des Rennens. Die Lücke beträgt 20 Sekunden. Sehr gut. 20 Sekunden bis zum nächsten Auto. So schnell kann ich denn nicht. Wann wirst du eine Strafe bekommen? Das reicht. Das war auch nur eine Verwarnung zum Glück. Nicht eine Strafe, ich war schon am Arsch. Ich war schon am Anmerken. Ja, 20 Sekunden. Ich bin Bern und Schilden. Alle Fälle hat mich einen gedreht. In der ersten Runde. Ich wurde auch Bern. Ja. Reifen sind jetzt schon fast da oben. Reifen sollten, hallo, ich fahr dann so gut wie es geht. Laut unseren Daten fährt der Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Flügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du dranbleiben. Der Schatz von Flügel besser. Ja. Oh, komm. Und an Bianchi. Nein, du wolltest Punkte, du hast gesagt, ich wollte Punkte. Im Grunde, dass ich überhaupt noch welche einbringe. Speedy Gonzales. Speedy. Ja, ist halt kein Regen. Punkte, da ich bin. König. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegst du wegen Gott. Gibt's auch. Böse. Wie gesagt, ich wollte gerade nicht die zwei Punkte ein, ich habe zwei Punkte. Halbgott. Pfeife. Ja, nun nicht Halbgott. Wo ist er noch? Abkürzen ist mir scheißegal. Ich seh Bottas, was hier ist. Davor, Chip. Bring das Auto heil rein. Nein. Es sind nur noch wenige Runden. Alter, ich war noch verpickt und die Punkte erreichen. Ich kann mich vom zweiten Platz fernhalten. Ich werde nicht ein zweites Mal gewinnen. Außer ich verbremse mich, Jürgen. Ich bin direkt am Bottas Heckflügel. Boah! Wie
Young schießt. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Ich bin fett gemischt. Alonso im Wasser angefangen. Einmal verbrennen. So, an Bottas vorbei. Hier ist jetzt dran. Ich glaube, die Caterhams haben eine Chance. Ja, aus den Punkten. Unglaublich, ja. Unglaublich. Unfassbar. Du liegst derzeit 25 Sekunden hinter dem nächsten Auto. Und meine Reifen sind... Ich sag dir mal die Zwischenstände, der an der Hintermöbel ist. Du musst das Auto ich hinter dir vorbeilassen. Das Rennen. Das ist eine Überrundung. Wenn es ja sowieso mal zu Ende. Alter! Du willst mich doch nur! Speedy macht sich Sorgen um einen Schaden am Frontflügel. Oh. Beschädigter Frontflügel bei Speedy. Auf Nummer 2. Hülkenberg-Unfall. Du hast eine Zeitstrafe erhalten. Die Zeit wird am Ende der Session addiert. Was denn? Frag mich. Was? Unfall? Für dich ist das Rennen gelaufen. Die Stewards haben dir die schwarze Flagge gezeigt. Auto! Guck mal, ich... Ja, ich hab schon gesehen. Mann, ey. Hä? Oh, ich will dir zugucken, wenn ich schon disqualifiziert werde. Ha! Hülkenberg steht immer noch! Hülkenberg steht immer noch! Komm, den kriegst du noch! Den kriegst du noch! Der steht immer noch! Ich hab einen Unfall mit Hülkenberg gebaut, okay, den kriegst du noch. Du musst fertig fahren. Du kriegst Hülkenberg noch. Hülkenberg kriegst du noch, der steht dort noch. Vernier. Ich will nie wissen, was jetzt gerade passiert ist. Ja, so als wie ein Unfall. Das ist mir egal, ich meine. Kann man Unfall nennen. Mann, ey. Hat sich einfach. Fahr. Rechts rum. Links rum. So, da musst du doch einen Unfall passen. Hier müsste jetzt ein Unfall gleich sein. Also nach der Schikane. Ey, guck mal, du bist 16 Schuss. Statt 17. Hallo? Also, diesen Unfall bin ich nicht schuld. Ja, dann hätte ich sogar vielleicht noch Punkte ergattern können. Siehste? Auf Fernsehen umgeschaut. Gissen! Ich hab die Schnauze voll. Hülkenberg ist Schrott! Oh Gott. Hilfe! Charles Pick mit Punkten. Was? Charles Pick hat Punkt. Nö! No. Wir sind hinter. Ich bin immer noch 10. Ich bin immer noch 10. GTM hat jetzt einen Punkt. Yay! Gut. Maro Schärf hat immer noch keinen Punkt. Nächstes Rennen wieder. Was ist denn das nächste Rennen? Ist mir jetzt egal. Okay. Ciao. Mein Freund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und das war's!